Es war einmal ein Wald. Ein märchenhafter Wald. Umgeben von einer alten Mauer war er vor langer, langer Zeit das Rückzugsgebiet einer ruhelosen, traurigen Kaiserin. Heute noch ist dieses Naturschutzgebiet Zuflucht für Mensch und Tier in einer lauten Welt. Und diese laute Welt ist ganz nah. Denn der verzauberte Wald liegt in der Stadt, in der Millionenstadt Wien. Mit 25 Quadratkilometern ist er siebenmal so groß wie der riesige Central Park in New York. Und wie in jedem echten Zauberwald gibt es hier auch ein Schloss, die Hermes-Villa. Sie trägt den Namen ihres Bewachers, des griechischen Gottes Hermes. Ringsum erstreckt sich der wilde Wald der Kaiserin. Versteckt zwischen uralten Bäumen das Geschenk eines mächtigen Kaisers, die Hermes-Villa im Lainzer Tiergarten. Kaiser Franz Josef hat die Villa in dem alten Jagdgebiet der Habsburger erbaut. Ein Landsitz voll Luxus für seine Frau, Kaiserin Elisabeth. Franz Josef weiß längst, dass Elisabeth an der Rolle einer Kaiserin nichts liegt. Lange Reisen und eine romantische Liebe zur Natur sind ihre Leidenschaft. Der alte Kaiser sehnt sich danach, dass seine Sissi nach Wien zurückkehrt. Die Monarchin galt zu ihrer Zeit als die schönste Frau Europas. Nun ist sie 50 und trauert ihrer schwindenden Schönheit nach. Die Natur kennt keinen Luxus. Im Januar zeigt sich der Wald um die Hermes-Villa von seiner frostigen Seite. Das Thermometer steigt kaum über 0 Grad. Man braucht schon ein dickes Fell, wenn nicht einmal die Mittagssonne den Tag erwärmt. In einer windgeschützten Senke säugt eine Bache ihren Nachwuchs. Die Frischlinge sind erst wenige Tage alt. Der Wurf erfolgte außergewöhnlich früh im Jahr. Bei minus 20 Grad sind die Überlebenschancen für die Jungtiere gering. Allein Muttermilch und Wärme können ihr frühes Ende verhindern. Da fällt in der Nähe ein Schuss. Aufgeschreckt flüchtet die Bache und überlässt die Frischlinge ihrem Schicksal. Ohne Nahrung und Schutz vor Kälte kommt das Ende für die Neugeborenen rasch. Dann beginnt es auch noch zu schneien. Die Stunden der Frischlinge sind gezählt. Der Mutterinstinkt führt die Bache nach langen 30 Minuten wieder zurück. Vorerst sind die Kleinen gerettet. Doch wird die mütterliche Fürsorge reichen, die Neugeborenen über die frostige Jahreszeit zu retten? So früh im Jahr geborene Frischlinge sterben meist noch im Winter an Futtermangel und Nässe. Ein Wunder, wenn sie den Frühling erleben. Als im Jahr 1887 der Winter zu Ende geht, nimmt Kaiserin Elisabeth ihr Traumschloss erstmals in Besitz. Führende Künstler der Zeit, allen voran die Brüder Georg und Gustav Klimt, haben die Innenräume der Villa nach Entwürfen von Hans Makart gestaltet. Auf Wunsch des Kaisers soll Sissi sogar im Schlafzimmer von Naturmotiven umgeben sein. Erfüllt von Frühlingsgefühlen sucht die alternde Kaiserin in der Natur und im Schreiben neuen Sinn und Zuflucht. Sie dichtet. Mein Wald, im lichten Maidenkleide, vom Lenze blendend schier geschmückt, wie bist du meines Herzens Freude? Wie macht mich deine Pracht verrückt? Wie jedes Jahr erwacht der Zauberwald zu neuem Leben.
Im ewigen Kreislauf der Natur verliert sich die Zeit. Und die Kaiserin in der Anbetung der gefeierten Natur. Für viele Tiere des Waldes ist der Frühling aber eine anstrengende Zeit, denn nun gilt es, die Nachkommen zu sichern. Die feuchte Witterung hat ein Feuersalamanderweibchen aus dem Winterquartier gelockt. Nun muss es rasch ein Gewässer aufsuchen und dort ableichen. Manche Amphibien kehren immer zu dem Gewässer zurück, in dem sie selbst geboren wurden. Der Feuersalamander aber nimmt das erstbeste Gewässer, das er findet. Manchmal sind es Waldtümpel, zumeist aber ruhig fließende, schmale Waldbäche. Der Leib des Salamanderweibchens ist prall gefüllt mit schlüpfbereiten Jungen. Sie schleppt sich zum Gütenbach, ein typischer Wiener Waldbach, versteckt im Lainzer Tiergarten. Kaum hat sie das Wasser erreicht, kommen auch schon die ersten Jungen. Zwischen 30 und 70 wird das Weibchen in den kommenden Tagen im sauerstoffreichen Wasser zur Welt bringen. Bis zu einem Dutzend Junge setzt das Salamanderweibchen an einem Ort ab. Dann kriecht es weiter zu einem anderen Laichplatz. So verbreitet das Weibchen die Nachkommen über mehrere Abschnitte des Baches. Und der Nachwuchs findet mehr Nahrung. Über seine Kiemenbüschel atmet der junge Salamander im Wasser gelösten Sauerstoff. Auch Lungen sind bereits angelegt. Sie werden in etwa 4 Monaten, wenn der Salamander das Wasser verlässt, die Atmung übernehmen. Bereits seit Stunden bringt das Weibchen ein Junges nach dem anderen zur Welt. Die Bedingungen im Gütenbach sind perfekt für die nur 3 cm kleinen Salamander. Und manchmal kommt es sogar vor, dass 2 gleichzeitig das Licht der Welt erblicken. Wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt, muss das Weibchen zurück unter die Erde. Austrocknen der Haut bedeutet qualvollen Tod. An der Mauer, die den Tiergarten umgibt, vollzieht sich ein Wunder der Natur. Kopulieren heißt auf gut wienerisch schustern. Und Feuerwanzen verharren stundenlang in Copula. So war es nur ein kurzer Weg zum liebevollen Trivialnamen Schusterkäfer. Allein in der wiedererwachten Natur erfreute sich Kaiserin Elisabeth jedes Jahr ihrer Frühlingsgefühle im Lainzer Tiergarten. Franz Josef hatte angeordnet, dass nichts die Ruhe der Kaiserin stören darf. Heute besuchen jedes Jahr 500.000 Gäste das Naturschutzgebiet in der Millionenstadt. Ein Wandertag in den Lainzer Tiergarten gehört für Wiens Schulkinder praktisch zur Grundausbildung.
Einen Habichtskauz zu Gesicht zu bekommen, ist ein seltener Glücksfall. Noch vor 100 Jahren bewohnte die große Waldeule die Mischwälder Österreichs. Dann verlor sich ihre Spur. Als Nistplätze bevorzugen die Waldbewohner Baumhöhlen, die andere Vögel vor ihnen gezimmert haben. Denn für diese Arbeit sind die Schnäbel der Käuze einfach die falschen Werkzeuge. Umso besser eignen sich die krummen Schnäbel zum schnellen Greifen von Mäusen, die 80% der Nahrung ausmachen. Während die Mutter der jungen Kauzfamilie gerade eine frisch geschlagene Maus zerlegt, lauert das Männchen bereits auf neue Beute. Denn beide Eltern versorgen gemeinsam einen Monat lang unablässig ihre drei Küken. Ein kleiner Keiler aus dem Winterwurf hat die tödliche Kälte überlebt. Ein echtes Frühlingswunder im Wienerwald. Die fünf Geschwister haben das frostige Kindbett nicht überstanden. Da hat alle mütterliche Fürsorge nicht gereicht. 4 Monate später hat die Bache nun ein zweites Mal 6 Frischlinge zur Welt gebracht. In der warmen Jahreszeit ist ihnen nun ein wesentlich leichterer Start ins Schweineleben vergönnt als ihrem älteren Bruder. Als einziger Überlebender des strengen Winters kennt der junge Keiler bereits das Revier am Gütenbach und sichert als Nachhut die kleine Karawane. Auf einem Baumstumpf am Fuße der Tiergartenmauer zeigen sich die Früchte der zuvor genossenen Liebesspiele. Die neugeborenen Feuerwanzen saugen mit feinen Stechrüsseln Säfte aus Pflanzenzellen. Sie schließen sich zu Hunderten zusammen und machen es Feinden damit unmöglich, ein einzelnes Opfer auszuwählen. Der Johanserkogel ist die Kernzone des Naturschutzgebietes. Gesperrt für die Öffentlichkeit wächst hier ein Urwald mit über 400 Jahre alten Eichen. Seit 50 Jahren wird er nicht mehr durchforstet. Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden gefallene Baumriesen einfach liegen gelassen. Abgestorbene Bäume dürfen stehen bleiben, bis sie von selbst zusammenbrechen. Für die kleine Wildschweinfamilie ist der Wald im Frühling wie ein riesiges Klassenzimmer, wo es viel zu entdecken und zu lernen gibt. Die Mutterbache lehrt die kleinen Frischlinge, ihren Rüssel als feine Nase und als grobes Arbeitsgerät zu gebrauchen. Der große Bruder stört wieder einmal den Unterricht, denn er hat diese Lektion bereits hinter sich. Die Frischlinge leben jetzt nicht mehr ausschließlich von Muttermilch und fressen bereits Würmer, Käferlarven und Wurzeln. Langsam entwickeln sie sich zu Allesfressern, die später nicht einmal Aas von Artgenossen verschmähen. Jetzt im Frühjahr schätzen sie besonders Eicheln und bereiten dabei den Boden für die Keimlinge auf. Das Laub vom Vorjahr schützt die Eicheln vor Frost und Austrocknen. Fast alle keimen. Doch dann werden die meisten von Wildtieren zertreten oder gefressen. Von 1 Million Eicheln wächst nur eine zu einem Baum heran. Der aber kann wirklich alt werden. Einige der Eichen im Tierpark waren bereits mehr als 200 Jahre alt, als Sissi geboren wurde. Dieselben Kronen und Stämme bieten Tieren heute noch Lebensraum.
Buntspechte meißeln ihre Bruthöhle in bereits angemorschtes Holz. Das schadet der Eiche nicht. Sie wird noch viele Jahre weiterleben. Am Waldrand wachsen die lichtbedürftigen Eichen zu besonders imposanter Größe heran. Hier ist die Konkurrenz ums Licht nicht so hart. Und die Baumriesen können sich besser entfalten. Lange Zeit dachte man, dass geschlossener Wald gleichsam der Normalzustand in unserer Heimat war. Heute aber weiß man, dass auch vor tausenden Jahren die endlosen Waldgebiete schon von Lichtungen unterbrochen wurden. Große Pflanzenfresser hielten sie offen. Es waren Wisente, Wildpferde oder Auerochsen, wie diese seltenen Exemplare im Lainzer Tiergarten. Als begehrte Jagdbeute hat der Mensch die Stammform seines Hausrindes vor rund 400 Jahren ausgerottet. 1928 wurde dann im Lainzer Tiergarten mit der Rückzucht der urtümlichen Tiere begonnen. Heute leben hier rund 2 Dutzend Auerochsen. In diesem Jahr sind 4 Junge dazugekommen. Beinahe grenzenlos erstreckt sich der Wald um die Hermesvilla. Urwald und Großstadt scheinen in Wien zu verschmelzen. Tatsächlich aber hat dieses Paradies seine Grenzen. Dem Bau der Westautobahn fiel sogar ein Stück zum Opfer. Mit ihm ein Teil der historischen Mauer. Vor 250 Jahren wurde die Mauer errichtet, um die benachbarten Felder vor den Wildtieren des kaiserlichen Jagdreviers zu schützen. Seither schlängelt sich das 24 Kilometer lange Ungetüm durch den Wienerwald. Johann Nestroy nannte es das Junge der chinesischen Mauer. Für die 3 jungen Habichtskäuze ist die Mauer keine Barriere. Sie haben die Bruthöhle in der alten Eiche verlassen. Nun wartet die nächste Aufgabe: eigenständig Nahrung finden. Um ihrer Beute nachzublicken, können sie den Kopf um fast 300 Grad drehen. Die hochentwickelten Augen des Habichtskauzes ermöglichen ihm die Jagd auch in der fortgeschrittenen Dämmerung. Ihre Bewegungen und Fangversuche sind noch etwas ungeschickt. Doch bereits von Beginn an können sie mit ihrem Gehör sogar Mäuse in 40 Metern Entfernung lokalisieren. Wenn in der Nacht der Wald erwacht, zieht Sissi in das Reich ihrer Fantasie. Das Schloss der Träume bringt sie dem Kaiser nicht wieder näher. Seine Hoffnungen auf wiedererwachende Liebe bleiben unerfüllt. Beim Anblick der Bilder aus Shakespeares Sommernachtstraum in ihrem Schlafzimmer meint die Monarchin bitter: Neben einem König bin ich eingeschlafen. Aufgewacht bin ich neben einem Esel. Als Feenkönigin Titania besingt sie ihren goldenen Käfig, die Hermesvilla. In dem hohen Freskosaal stehen geöffnet Fenster, Türen. An den Wänden scheint zu rühren alles sich im Mondenstrahle. Von den breiten Steinaltanen blickt Titania ins Freie. In der mainachttiefen Bläue zieht der Mond still seine Bahnen. Vor dem Schloss zu ihren Füßen, von dem Mondlicht sanft begossen und mit Nebel weiß umflossen, breiten weit sich grüne Wiesen. In warmen Sommernächten ziehen lange Karawanen bizarrer Wesen in die Baumwipfel. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners feiern dort ihr nächtliches Festmahl. Vor der Morgendämmerung kehrt die Kolonne zurück ins Nest.
Im Lainzer Tiergarten werden Kettensägen nur dann angeworfen, wenn es gilt, Wege vor morschen Ästen zu sichern oder, wie hier, lichthungrige Eichen von lästigen Nachbarn zu befreien, die sie mehr und mehr in den Schatten stellen. Regelmäßig stellen die Forstbetriebe der Stadt Wien ausgesuchte Eichen frei und fördern so ihr Wachstum. Heute befreien die Forstleute eine 150-jährige Eiche von den rasch wachsenden Hölzern der unmittelbaren Nachbarschaft. Doch die meiste Zeit herrscht Ruhe im wilden Wald der Kaiserin. Für das Rehkitz ist es eine trügerische Ruhe. Denn der Fuchs hat Junge zu versorgen und Käferlarven aus dem Totholz sind als Beute lang nicht so ergiebig wie ein kleines Reh. Bisher hatte es Glück in seinem noch jungen Leben. Es ist nicht nur dem Fuchs entgangen, sondern auch den Wildschweinen. Ihnen fallen in strengen Wintern sogar ausgewachsene Tiere zum Opfer. Das Kitz hält sich die meiste Zeit im hohen Gras versteckt. Der Fuchs hat Witterung aufgenommen. Die Rehmutter bringt ihr Junges in Sicherheit. Im hohen Gras kann der Fuchs das Kitz nicht sehen und auch nicht riechen, denn es ist nahezu geruchlos. Selbstlos lockt die Rehmutter den Fuchs mit ihrer Spur vom Jungen weg. Der Fuchs verliert die Witterung der Alten und gibt auf. Das ausgefuchste Reh hat ihn ausgetrickst. Schon lange hat es im Lainzer Tiergarten nicht geregnet. Im Gütenbach geht der Wasserstand dramatisch zurück. Den Stockenten macht das gar nichts. Ob großer See oder schmaler Waldbach, die größte Schwimmente Europas fühlt sich in allen Gewässern zu Hause. Als Nestflüchter verlassen die Küken schon nach 6 bis 12 Stunden das Nest. Sie können von Anfang an schwimmen und beginnen sogleich zu gründeln. Mit Hornleisten an den Schnabelrändern filtern sie wie mit einem Sieb Nahrung aus dem Wasser. Begehrt sind Wasserpflanzen, Schnecken und Froschlaich. Besonders auch Insektenlarven. Den hungrigen Schnäbeln entkommen, legt sich eine Libellenlarve nun selbst auf die Lauer. Sie wird vom Gejagten zum Jäger, zu einem besonders geduldigen Jäger. Im Sediment vergraben, praktisch nicht zu sehen, kann das Tier wochenlang ausharren und ohne Nahrung überleben. Und Zeit hat sie genug. Für die Entwicklung zur erwachsenen Libelle benötigt die Larve bis zu 5 Jahre. Ein enormer Aufwand für ein Leben, das dann nur rund 2 Monate dauert. Perfekt getarnt atmen die Libellenlarven mit ihrem Darm, dessen Öffnung aus dem Versteck ragt. Ständig saugen sie Wasser ein, nehmen den gelösten Sauerstoff auf und stoßen das Wasser wieder aus. Etwa einen Monat leben die kleinen Feuersalamander nun schon im Gütenbach. In ständiger Gefahr. Denn blitzschnell schlägt die Libellenlarve zu. Sich nur treiben lassen kann tödlich sein. Wenn die spitzen Dornen der Fangmaske zupacken, gibt es für die Beute kein Entrinnen mehr. Nach dieser ausgiebigen Mahlzeit braucht die Libelle wochenlang keine Nahrung mehr. Wer im Gütenbach überlebt, entscheidet der Zufall. Die Libellenlarve jedenfalls ist satt und zufrieden. Happy, happy, happy summer days.
sun promises another wonderful day, and good fortune is all along the way. When your heart is filled with gladness, 'cause true love has come to stay, these are kiss will take us to a new world to explore, bringing thrills that we never knew before. When the one you love can show you what's behind that magic door, these are happy, happy, happy summer days, summer days. Einmal im Jahr versammeln sich dort, wo der Gütenbach nur noch ganz langsam fließt, Wasserläufer zur Paarung. Trickreich versuchen die Männchen, an die begehrten Weibchen zu gelangen. Mit Vibrationen an der Wasseroberfläche locken sie Fische an. Das ist zwar riskant, aber erfolgreich. Die Weibchen flüchten geradewegs zu den männlichen Betrügern. Die nützen die Notlage schamlos aus und bespringen das schwache Geschlecht. Fast spurlos zieht die Zeit an den uralten Bäumen vorüber. Im August erreicht der Sommer seinen Höhepunkt. Selbst in den Wäldern ist es nun drückend heiß. Seit Wochen hat es nicht geregnet. Die Wildschweinfamilie zieht sich nun tagsüber tief in den Wald zurück. Hier ist es kühler und unter den Eichen finden sie noch jede Menge Futter. Die Frischlinge haben einige Kilo zugelegt und ihre typischen Tarnstreifen sind bereits fast zur Gänze verblasst. Es ist die Zeit, in der sich viele solcher von Bachen angeführten Kleinfamilien zu einer großen Rotte zusammenschließen. Dort findet der kleine Keiler nun neue Vorbilder. Halbstarke Einjährige an der Grenze zur Geschlechtsreife. Mehr und mehr werden ihre spielerischen Rangeleien nun zu richtigen Kämpfen. Mit aufgestellten Rückenborsten imponieren sie den Kontrahenten. Noch ist es ein Training innerhalb der Familie. Doch schon bald werden die Brüder im Kampf um paarungsbereite Weibchen zu Nebenbuhlern. Die Leitbache wird sie daher bald aus der Rotte verstoßen. Für andere Bewohner des Lainzer Tiergartens wird der Mangel an Niederschlag zum Problem. Die Bäche sind jetzt nahezu ausgetrocknet. Nur Pfützen aus Restwasser sind übrig geblieben. Mit dem Wasser scheint auch das Leben aus dem Wald verschwunden zu sein. Doch an manchen Stellen bewegt sich noch etwas. Einige junge Feuersalamander haben die Trockenheit in einem kleinen Rest des Gütenbaches überlebt. Auch zwei Elritzen haben sich hier als wahre Hungerkünstler bewährt. Der Salamander ist nach 4 Monaten nun so weit entwickelt, dass er den Bach bald verlassen kann. Auch bei seinen Geschwistern sind die Außenkiemen bereits deutlich kleiner geworden. Das für sie so typische schwarz-gelbe Muster ist schon fast fertig gezeichnet. An einem trüben Tag verlassen die ersten Salamander den Gütenbach. Nun atmen sie nur noch mit der Lunge. Hohe Luftfeuchtigkeit hat ein ausgewachsenes Tier aus dem Versteck gelockt. Vielleicht die Mutter der Kleinen. So groß wie die Alte werden sie erst in 5 Jahren sein. Bis dahin leben sie zumeist versteckt unter der Erde und verlassen nur zur Futtersuche das Erdloch. Die kleinen Salamander haben es ganz alleine geschafft. Fürsorge der Mutter hat es nicht gegeben, denn das liegt nicht in ihrer Natur.
Dann endlich der langersehnte Regen. Der Feuersalamander ist nun in seinem Element. Die Eichenprozessionsspinner dagegen werden heute nicht mehr ausrücken. Die Natur atmet durch und die Frischlinge freuen sich über fette Regenwürmer. In den Wäldern und auf den Wiesen haben die Pflanzen den Regen dringend gebraucht. Auch die Eichen auf dem Johannsakogel. Gestärkt ertragen sie es nun leichter, wenn gefräßige Quälgeister über sie herfallen. Good bills, love and kissing are waiting at the end of my ride. Move them on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Bis in die höchsten Baumwipfel führt die Raupen ihr Zug. Hauchdünne Fäden markieren den Weg zurück ins Nest. Die feinen Härchen sind voll Nesselgift und verursachen bei Menschen Juckreiz und Ausschläge. Zwei kapitale Keiler machen sich auf den Weg zur Körperpflege. An vielen Stellen im Wald haben Wildschweine Suhlen gegraben. Doch der Regen hat nicht gereicht, um diese Badewannen der Schweine mit Wasser zu füllen. Jetzt sind sie trocken. Und die Reibebäume bleiben unbenutzt. Der alte Keiler weiß aus Erfahrung, tief im Wald am Gütenbach gibt es noch eine herrliche Suhle. Dafür schleppt der Einzelgänger seine 150 Kilo gerne immer weiter ins Dickicht. Ein ergiebiger Quellaustritt ist der Grund, dass diese Suhle noch so viel Wasser hat. Der Weg war weit, doch dafür kann man hier unbeobachtet Schwein sein. Die Schlammpackung bereitet nicht nur Vergnügen, sie verhindert auch Parasitenbefall und kühlt an heißen Sommertagen den wuchtigen Körper. Kleiner Nachteil des Badens allein, niemand schrubbt einem den Rücken. Und selber kommt der Keiler mit dem Rüssel nicht überall hin, wo es juckt oder beißt. Daher gehört zu jeder guten Suhle ein Reibebaum, an dem sich die frisch panierten Schweine Insekten vom Leib scheuern. Nach dem erfrischenden Bad wird jede unnötige Hast vermieden. Doch die gedrungenen Muskelpakete können auch anders. Ihre Spitzengeschwindigkeit liegt bei 40 km/h. Ein Davonlaufen wäre auch für einen Weltrekordsprinter sinnlos. In schönen Nächten zieht die Kaiserin hinaus in ihren wilden Wald. Ohne Furcht vor überraschenden Begegnungen mit Wildschweinen. In Begleitung ihrer ungarischen Hofdame atmet sie auf stundenlangen Wanderungen die Kühle der Natur. An
Gelockt von den Laternen steigen aus dem Wald zahllose Nachtfalter. Ein erwachsener Eichenprozessionsspinner ist auch unter ihnen. Er hat sich verwandelt. Als Raupe nichts als Fressen im Kopf. Hat er jetzt eine andere Leidenschaft, die Fortpflanzung. Fressen kann er nicht mehr, denn er ist ohne Mundwerkzeuge aus der Puppe geschlüpft. Nichts kann ihn ablenken von seinem einzigen Lebensziel, Weibchen zu begatten. Andere Falter besitzen zur Nahrungsaufnahme für die tiefen Blütenkelche lange Saugrüssel. Der Eichenprozessionsspinner wird nie erfahren, wie so ein Wiener Frühstück aus Blütennektar schmeckt. Die Sonne zieht nun jeden Tag in einer etwas flacheren Bahn über den Horizont. Schon bald wird ihre Kraft nicht mehr ausreichen, um den Nebel über Wien tagsüber aufzulösen. Im Wald ist das Nahrungsangebot erschöpft. Nun zieht es die Rotte auch tagsüber auf die Lichtungen. Die inzwischen 5 Monate alten Frischlinge und ihr großer Bruder stürzen sich ein letztes Mal für dieses Jahr auf die fetten Wiesen und holen aus den Schollen alles, was sich als Reserve für den Winter speichern lässt. Doch eine kleine Blume fressen sie nicht. Der Rüssel der Wildschweine ist sensibel genug, um sie auszusondern. Und das mit gutem Grund. Denn die zarte Herbstzeitlose ist nicht nur schön, sondern vor allem sehr giftig. Immer wieder sterben Menschen, wenn sie im Frühjahr die Blätter der Herbstzeitlose mit Bärlauch verwechseln. Über Nacht graben Wildschweine oft ganze Lichtungen um. Als hätten sie ihr Schönstes für den Schluss bewahrt, erstrahlen die Bäume nun in ihrer Herbstpracht. Bäume, die ihren letzten Herbst bereits hinter sich haben, werden im Lainzer Tiergarten nicht von Forstleuten beseitigt, sondern hauptsächlich von Pilzen. Was wir als Schwammerln bezeichnen, sind die Fortpflanzungsorgane, die Fruchtkörper der Pilze. Das Pilzgewebe wächst verborgen im Holz oder Boden. Seine weitläufige unterirdische Ausbreitung macht sie zu den größten Lebewesen der Erde. Dieser Baumschwamm kann 30 Jahre alt werden. Schon in der Jungsteinzeit diente der getrocknete Zunderschwamm zum Feuermachen. Die Redensart, das brennt wie Zunder, leitet sich davon ab. Die Formenvielfalt der Pilze ist unüberschaubar groß. Wenn der Bovist reif ist, öffnet sich der Fruchtkörper. Regentropfen sorgen dafür, dass Milliarden Sporen in die Luft geschleudert werden. So wird der kleine Pilz verbreitet. Der Herbst ist immer auch Zeichen dafür, dass etwas zu Ende geht. Auch für Sissi war er bereits angebrochen, als ihr Gedicht Nebellieder niederschrieb. Wenn mein Gefühl mich nicht betrogen, hat er auch mir voll Todeslust das Herz mit Eis heute überzogen. Es liegt so kalt mir in der Brust. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. Start to fall.
Für die Auerochsen war der trockene Sommer kein Problem. Sie hatten immer ein unerschöpfliches Wasserreservoir. Den Hohenauer Teich, in dem die Monarchin an schönen Tagen zu baden pflegte. Die herbstlichen Temperaturen machen den Stockenten auf dem Hohenauer Teich nichts aus. Auch die Auerochsen scheint die zunehmende Kälte nicht zu stören. Sie leben hier wie ihre Vorfahren, den Witterungen ganz und gar ausgesetzt. Zurück am Gütenbach. Flischbäche sind meist so schmal, dass sich die Baumkronen über dem Bachbett schließen und kaum Sonne ins Gewässer kommt. Daher leben die selten gewordenen einheimischen Steinkrebse ein Leben im Halbdunkel. Eine passende Höhle wird nicht ohne weiteres aufgegeben und gegen Angreifer erbittert verteidigt. Auch gegen Artgenossen. Es ist Paarungszeit und die männlichen Steinkrebse sind auf Brautschau. Die Weibchen sind im Normalfall kaum wählerisch, doch dieses hier setzt sich zur Wehr. Der Grund: das Weibchen ist bereits befruchtet. Lieber sucht sie sich einen neuen Unterschlupf, als ihre Brut zu gefährden. Das Quartier ist eben erst bezogen, da nähert sich der aufdringliche Freier erneut. Obwohl die Scheren des Männchens wesentlich größer sind, gelingt es dem Weibchen, den Steinkrebs festzuhalten, damit er sie nicht weiter attackieren kann. Als er trotzdem nicht aufgibt, räumt das Krebsweibchen erneut das Feld. Der Krebs bleibt verletzt zurück. Die Wunde an der Fangschere wird ihn nicht lange behindern. Sie wird mit der nächsten Häutung verschwinden. Der stattliche Krebs macht sich wieder auf die Suche. Mit seinen feinen Antennen kann er unter Wasser riechen und in jedes Versteck tasten, ob dort vielleicht doch noch ein paarungsbereites Weibchen sitzt. Jagdsaison. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das mit Strapazen und größter Lebensgefahr für den jungen Keiler begonnen hat. Auch viele andere Wildschweine wurden im Schutz der Tiergartenmauern geboren. Mehr als der Wald verträgt. Der Mensch muss regulieren. Kraft und Mut hat der junge Keiler bereits bewiesen. Ist nun auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, wird er zu einem stattlichen Keiler heranwachsen. Im wilden Wald der Kaiserin. Humblest leaf on the tree. They all took the rest, but they won't take me. Humblest leaf on the tree. When the autumn wind blows, they all rest. Fluttered to the ground as I can't hang on. Nothing makes me go. I'm like some vestigial tale. I'll be here through eternity. If you want to know how long, if they cut down this tree, I'll show up in a song. I'll